Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Was ist heute los mit mir? Ich glaube, das ist, weil ich gerade in der Bude sitze und dieses Video drehe, anstatt draußen zu hocken und das Wetter zu genießen, weil es irgendwie voll warm ist. Und wir wohnen ganz oben und es ist sau warm hier oben. Man kriegt gar keine Luft. Das ist so schlimm, wirklich. Ich glaube, die im Dachboden wohnen, kennen das. Es ist schrecklich. Auf jeden Fall habe ich heute die 5 Top-Produkte, also die 5 Lieblingsschminkprodukte von mir, die ich mir rausgesucht habe, die ich wirklich schon sehr lange benutze und mir auch nachkaufe und die wirklich über alles liebe und die immer benutze. Und die stelle ich euch heute vor und vielleicht ist da ja das ein oder andere Produkt für dich dabei. Und ja, würde ich sagen, wir beginnen auch mal. Ich rote Tomate. Ja. Stört euch bitte nicht dran. Ich weiß, es sieht komisch aus. Das braucht ihr bei mir nicht zu sein. Ich weiß es schon. Ich sehe es da im Display sehe ich es. Deswegen. Ja. Apropos, heute ist mit Ringlicht. Kommen wir zum ersten Produkt. Und das ist das von Benefit, das Rocketeur, das Blush. Und das ist, also so sieht es von vorne aus. Und so ist es von innen. Ist halt auch mit dem Spiegel und es ist halt so glowy-mäßig. Mit so einem Pinsel noch dabei. Und Leute, es riecht so gut. Ich glaube, ich habe euch das schon mal vorgestellt. Und ich liebe dieses Blush so heftig. Aber ich habe es mir heute nicht drauf getan, weil ich schon knallrot wie eine Tomate bin. Und ich möchte nicht noch roter werden, als ich eigentlich bin. Deswegen habe ich es heute mal ausgelassen, obwohl ich es sehr liebe und es eigentlich immer drauf mache. Also was heißt eigentlich, ich tue es wirklich immer drauf, aber es wäre einfach viel zu viel von der Röte her. Ja, auf jeden Fall das, ich weiß nicht, wie teuer es ist, ich verlinke euch alles hier in der Infobox. Ich habe es damals zu Weihnachten bekommen und seitdem benutze ich es wirklich jeden Tag und ich liebe es und es ist schön und es ist glowy und es ist red pink. Nein, keine Ahnung, das ist so... Ja, wie soll man das beschreiben? So braun, rot, pink, ist irgendwie alles drin. Es ist einfach geil. Kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Und zwar ist das mein Metallic Eyeshadow von Trend It Up. In der Farbe 050. Es ist zwar jetzt kaputt, ich weiß. Ist mir runtergefallen. Ja, es ist halt so ein Metallic Rosé Metallic. Und ich finde, es gibt... Also wirklich, dieser Lidschatten gibt so gut Farbe ab. Das ist wirklich so krass. Ich mache das immer mit meinem Finger, weil dann die Farbe auch intensiver ist. Und der pigmentiert so schön. Ehrlich, ich kann den wirklich jedem Mädchen ans Herz legen, die auf Rosé so stehen. Und ja, der ist wirklich sehr schön und sehr schön aufs Auge. Kommen wir jetzt zu einem Concealer, den ich euch vorstelle, den ich euch sogar schon vorgestellt habe. Und zwar ist das mein Lieblingsconcealer, und zwar der von Catrice, der Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Das ist jetzt die Farbe 020, ist jetzt leider auch viel zu hell für mich. Normalerweise war der vorher immer viel zu dunkel. Ich habe immer das hellste genommen, ich weiß zwar nicht welche, ich glaube 010 oder keine Ahnung, was für eine Nummer das war jetzt. Ich gucke da eigentlich nie so drauf, deswegen. Auf jeden Fall hatte ich die hellere Variante davon. Aber jetzt, weil ich so rot, braun, keine Ahnung was bin, außergewöhnlich auf jeden Fall, kann ich das momentan nicht benutzen. Genauso wie das Blush, weil ich halt mega rot bin und das ist halt auch gar nicht jetzt meine Farbe momentan. Ja, deswegen. Aber ich muss sagen, also wenn, müsste ich mir den höchstens einen Tacken dunkler kaufen jetzt. Ansonsten, er deckt wirklich super gut ab. Ich bin so zufrieden mit diesem Concealer. Ich weiß nicht, ich habe so viele Concealer ausprobiert. Ich meine, es gibt wirklich auch noch gute Warum? Warum jetzt? Also ich muss sagen, es gibt wirklich auch super gute Concealer. Aber ich finde einfach, das hier ist der beste. Ehrlich jetzt, es gibt für mich gar keinen besseren Concealer. Kann man das überhaupt jetzt lesen? Das Licht stört hier so, ne? Auf jeden Fall ist das für mich der beste Concealer und er ist wirklich wasserfest. Er hält auch wirklich, wenn man das schön fixt und alles, dann... Also, ich muss sagen, der deckt auch wirklich sehr gut ab und ich bin so zufrieden mit dem und ich liebe den. Ich kaufe mir den immer noch.
Kommen wir jetzt zu einem Lippenprodukt und das habe ich sogar auf meine Lippen jetzt. Und zwar ist das von Essence, der Matt Long Lasting Lip Gloss. In der Farbe 02 Beauty Approved. Anja kann es wieder mal nicht aussprechen, ich weiß. Aber egal, ich habe es versucht. Ja, ist halt so ein braun-aprikot. Ja, wie soll ich das erklären? Ich bin sehr schlecht im so... Also ich bin so schlecht im Erklären, das ist heftig. Für mich ist das so... braun. Einfach braun. Ja, halt so peachy-braun-mäßig so. Ja, ist halt aber sehr schön und ich finde den sehr natürlich. Und der fühlt sich auf den Lippen so schön an. Ich liebe den. Kommen wir jetzt zum letzten Produkt. Ich habe das Gefühl, ich sage immer den gleichen Anfang. Aber egal. Ja, und zwar ist das der High Beam von Benefit. Und ja, das ist der Highlighter. Das ist, sieht aus wie ein Nagellack, ich weiß. Und halt wie ein Nagellack, ne? Den schmiere ich dann immer hier drauf und dann verblende ich das immer. Ja, der riecht jetzt eigentlich neutral. Und ich finde den von der Farbe sehr schön. Das ist halt so ein bisschen, ja, rosé-mäßig. Ich stehe ja voll auf dieses Rosé. Rosé-Gold, Rosé. Ich bin voll auf diesem Trip momentan. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall finde ich den sehr toll. Ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer der war. Ja. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und der benutze ich auch immer. So, das waren meine Top 5 Lieblingsschminkprodukte, die ich habe und die ich liebe und die ich mir immer nachkaufe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt für dich, euch dabei. Und wenn ihr es nachkaufen wollt, Link ist in der Infobox von den Produkten. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wunderschöne Tage und eine wunderschöne Woche, jetzt die Woche, die kommt, denn es wird sehr warm. Es ist schon die ganze Zeit warm. Natürlich habe ich auch eine Frage an euch, an meine Zuschauer. Und zwar, fliegt ihr in den Sommerferien irgendwo hin? Wenn ja, wo? Schreibt das in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!